Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do. Hallo, willkommen hier bei ChatGPT. So, wollen wir mal loslegen hier? So, ich habe die nächste Geschichte. Ich mache jetzt mal eine direkte schöne Geschichte und mal nichts Böses diesmal. Ich fange mal an. Erzähl mir eine Geschichte, Komma. Tier. Experimente nehmen wir mal Evolutionslabor, wo die Tiere frei laufen können. So, mal gucken, was macht er daraus? Ist aber eine kleine Geschichte, irgendwas Konfuses. So, einmal gab es ein Evolutionslabor, in dem Tiere frei laufen konnten. Die Wissenschaftler beobachten, wie sich die Tiere im Laufe der Zeit veränderten und an ihre Umgebung anpassten. Eines Tages bemerkten sie eine Gruppe von Kaninchen, die immer größer und stärker wurden. Die Wissenschaftler stellten fest, dass diese Kaninchen eine besondere Fähigkeit entwickelt hatten. Sie konnten ihre Farbe ändern und sich vor Raubtieren verstecken. Als sie die Kaninchen näher untersuchen wollten, stellten sie fest, dass sie auch intelligenter geworden waren und sogar miteinander kommunizieren konnten. Die Wissenschaftler waren begeistert von dieser Evolution und beschlossen, ein separates Gebiet im Labor für die Kaninchen zu schaffen, um ihre Entwicklung zu beobachten. Mit der Zeit entwickelten sich die Kaninchen weiter und bauten eine eigene Gesellschaft auf, mit Hierarchien und Regeln. Die Wissenschaftler waren erstaunt, als sie sahen, dass die Kaninchen sogar Werkzeuge benutzten und komplexe Strukturen bauten. Das Evolutionslabor wurde zum einem bekannten Ort für Touristen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Okay, es geht ja scheiße wieder los. Dachte ich mir so. Zusatz. Hallo. Zusatz. Ja, plötzlich kamen singende Mäuse dazu, so groß wie ein Bär. Was macht er? Plötzlich kamen singende Mäuse dazu, so groß wie ein Bär. Eines Tages kamen plötzlich singende Mäuse in das Evolutionslabor, so groß wie Bären. Die Wissenschaftler waren überrascht und verblüfft, als sie die singenden Mäuse sahen. Sie beobachten die Mäuse in einer Gemeinschaft. Und Niedersang, die sie auf ihren Wanderschaften durch das Labor erlernt hatten. Die Kaninchen waren von den singenden Mäusen fasziniert und bauten sogar eine Bühne für sie, auf der sie ihre Lieder vorführen konnten. Die Wissenschaftler waren begeistert von dieser neuen Entwicklung und studierten die singenden Mäuse aufmerksam, um mehr über die Fähigkeiten zu erfahren. Mit der Zeit entdeckten sie, dass die singenden Mäuse nicht nur fähig waren zu singen, sondern auch eine eigene Kultur hatten. Es war erstaunlich zu sehen, wie die Evolution die Tiere zu immer komplexen Formen. Blablabla. Okay. Ja, ich weiß. Zusatz. Die Mäuse und Kaninchen
Weiß man nicht, wie das gehen soll, aber ist egal. Mäuse und Kaninchen konnten sich auf einmal paaren und bekamen Hybridkinder. Ey, so ein Scheiß, ey. Ist echt so ein Scheiß. Die singenden, laufenden Mäuse und Kaninchen. In der Lage waren, sich zu paaren und Hybridkinder bekommen. Die Hybridkinder, die hatten die Fähigkeit beider Elternarten, einschließlich der Fähigkeit, singen und sich zu verstecken. Singen und sich zu verstecken. Okay, die Wissenschaftler studierten diese Hybridkinder aufmerksam und stellten fest, dass diese eine eigene Kultur war. Mit der Zeit wurde das Evolutionslabor noch berühmter. Und Wissenschaftler und Touristen kamen. Okay. Okay. Zusatz. Hybrid. Was? Wo ist das? Hybrid. Mann, Kinder haben sprechen gelernt. So, mal gucken, was macht er jetzt da draus? Na komm, OBS. ChatGPT. Der ackert und ackert und ackert. Ja, das muss man am Ende anfangen, dass die Hybridkinder nicht nur singen konnten, sondern auch sprechen gelernt hatten. Sie studierten die Hybridkinder aufmerksam, wie immer, dass sie eine eigene Sprache und Kultur entwickelt hatten und sich von denen der singenden Mäuse und Kaninchen unterschieden. Die Wissenschaftler waren begeistert von dieser Entwicklung und suchten die Hybridkinder weiter, um mehr über ihre Fähigkeiten zu erfahren. Das Evolutionslabor wurde noch bekannter. Geht schon wieder weiter. So. Weiter. Weiter mit sie brachen aus ihren Gefängnis das Labor aus und wollten in Freiheit leben. Mal gucken. Ich öffne in der Zeit schon mal das eine Dokument. Ich kopiere das mal rein. Ich werde das dann später ändern. Ich hatte lange darüber nachgedacht und beschlossen. Doch die Hybridkinder waren in ihrem Leben eingeschränkt. Wie Gefangene in einem Käfig. Sie hatten lange darüber nachgedacht und beschlossen, dass es Zeit war, ihre Fähigkeiten und Kultur in die Welt hinauszutragen. Die Wissenschaftler und Angestellten waren bestürzt, als sie von dem Ausbruch erfuhren. Okay. Und versuchten, die Hybridkinder zurückzubringen. Aber die Hybridkinder waren entschlossen, ihr Ziel zu erreichen und in Freiheit zu leben. Sie reisten durch das Land und trafen auf andere Tiere, die ihnen helfen und sie unterstützen wollten. Okay, mit der Zeit bauten sie eine Gemeinschaft auf und lebten glücklich in Freiheit. Sie teilten ihre Freiheit und Kultur mit anderen Tieren und Menschen. Und die Welt wurde von ihrer Existenz beeindruckt. Das Evolutionslabor wurde nie wieder
dasselbe. Und die Hybridkinder wurden zu einem Symbol für Freiheit und Evolution. Die Wissenschaft und Touristen kamen immer noch, ja, um von ihnen zu lernen. So. Liebe. Warte mal. Liebe. Ist jetzt ein bisschen ekelhaft, aber mache ich mal rein. Liebe zwischen Hybrid-Kinder, weil die werden ja auch mal erwachsen. Kinder und Menschen. Es dauerte nicht lange, bis einige Menschen begannen, sich zu den Hybridkindern hingezogen fühlten. Die Hybridkinder waren so besonders und voller Leben, dass das schwer war, ihnen zu widerstehen. Einige Menschen bauten enge Beziehungen zu den Hybridkindern auf und bald entstanden auch Liebesbeziehungen zwischen Menschen und Hybridkindern. Dies war für manche Menschen schwer zu akzeptieren, aber andere sahen es als Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft. Die Hybridkinder und ihre menschlichen Partner lebten glücklich zusammen und teilten ihre Kultur und ihr Wissen mit der Welt. Mit der Zeit wurden die Hybridkinder und ihre menschlichen Partner zu Botschaftern für die Toleranz und das Verständnis zwischen verschiedenen Arten. Ihre Liebe und ihre Beziehung inspirierten viele andere und zeigten, dass es möglich ist, über die Grenzen von Art und Spezies hinweg zu lieben und zu leben. Diese Geschichte, das war mal so. Zusatz. Der Name Hybridkinder wurde dann auf, wie wollen wir sie jetzt nennen? Wie wollen wir sie denn jetzt nennen? Wurde auf, Zusatz, der Name Hybridkinder wurde auf Mäuse und Kaninchen. Moikas. Kamoi. Moika. Erstmal die Kaninchen da, also K-A für Kaninchen und Mäuse. Kamoi. Mutter auf. Kamoi. Mann, Kamoi geändert. Und sie wurden als eigene Art anerkannt. So. Mal gucken. Mit der Zeit wurde die Bedeutung des Begriffs Hybridkinder undefiniert. Und sie begannen sich als eine eigene Art zu identifizieren. Sie schlugen einen neuen Namen vor, Kamoi, und forderten die Anerkennung als eine eigene Art. Die Menschen und Tiere, die mit den Kamoi befreundet waren, unterstützten sie in ihren Anliegen und nach vielen Diskussionen und Debatten wurden sie schließlich als eine eigene Art anerkannt. Kamoi, die Kamoi waren stolz darauf, als eigene Art anerkannt zu werden. Und sie nutzten ihren neuen Status und ihre Kultur und ihr Wissen weiterzugeben und zu teilen. Sie wurden ein Symbol für die Schönheit und Vielfalt des Lebens und inspirierten viele andere. Also ist okay. Ich werde es kopieren. Diesen letzten Blödsinn, den werde ich immer ändern, weil das ist ja echt eine kleine Wahlwiederholung, das nervt dann mal ein bisschen. Aber wir haben es erstmal durch. Wo ist das Dokument? Da. So, wird immer größer, das Dokument war.
Ah, Mensch. Ich werde das nochmal für mich umschreiben. Und dann habe ich eine schöne kleine Kindergeschichte. Finde ich toll. Also ich freue mich so, als dass ChatGPT solche schönen Geschichten schreibt, und was man daraus machen kann. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Geschichte. Bye bye.